Gut. Okay. Haben wir hier noch was? Ah, der will noch was. Hat er Hunger? Gib mir etwas mächtigen Mammut zu jagen. Die war so lange. Würdiges Mal für einen König. So. Jetzt tun wir tatsächlich noch, wo gehen wir denn hin? Komm, wir gehen da in die Oase. Jetzt haben wir schon genug Wüste und Eis und alles gesehen. So. Da oben ist es direkt. Perfekt. Was ist los? Ich hab Heimweh. Diese Kohle ist zu heiß. So. Hilf mir, den verschollenen Jungbrunnen zu finden. Was willst du? Nichts. Hallöchen. Ich bin verdutzt, dass deine... Aber es fehlt doch noch etwas. Ja. Ein Schatz. Eine Truhe. Kiste. Gold. Diese Schlange sehen wütend aus. Ich muss sie irgendwie verzaubern. Eine Flöte. Perfekt. Was ist das? Nimm mich auf einen Trip mit. Fliegender Teppich. Mensch. Komm, wir machen das einfach. Zack. Maxwell der Große. Reisende kommen her, um sich ihre Wünsche von Geist erfüllen zu lassen. Gib ihm, wonach sie suchen. Das ist wohl das Beste. So. Der große Djinn Maxwell gewährt denjenigen, der ihn findet, drei Wünsche. Gib dem Händler drei Dinge zum Verkaufen. Eine Statue. Ne, eine Stadt. Teppich. Einmal. Uhren. Schmuck. Zweimal. Und eine Banane. Die Wüste ist kein Ort für einen Vampir. Bitte gewähr mir drei Wünsche, um es hier erträglicher zu machen. Macht. Schloss. Palast. Einmal.
Fledermäuse. Und ich mit meiner Jungfrau. Perfekt. Ich will lustiger sein. Bitte gewähre mir 3 Wünsche. Ich bin mal gespannt, ob das alles so, weißt du? Nee. Ein T-Shirt. Gerne eine Show ab. Sekunden müssen wir jetzt warten. Alter, das ist immer am letzten hakt. Clown-Auto. Vier Sekunden noch. Zack. Hupe. So, perfekt. Yeah, und der 50. Storeite. Maxwell, der Große, fertig. Oh, es war sogar der 51. Gute Arbeit. Gut, wir gehen zu Lidi. Ups, ich würde gleich rüber können. So, wir gehen zu Edwins Bauernhof. Errungenschaft freigeschaltet. Bubbles magisches Wasserabenteuer. Alter. Seltsame Leute. So. Zack. Und nochmal Starite. Gesause zu den Sternen. Alter. So. 60 Sterne brauchen wir. Wie viel haben wir? 52, glaube ich, ne? Okay, dann gehen wir mal zum Nana-Krater. So. Traust du dich mit dem Mondfahrzeug über den Krater zu springen? Gut. Aufsteigen.
Kurbel nichts. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding sagt. Ein Wörterbuch. Lost in Translation. Macht das Gelände für eine Landung klar. So, wir schnappen uns wie immer eine Spitzhacke. Zack. Zack. Und... oh. Zack. Zack. Easy. Gut. Perfekt. Hallöchen. Ich brauche ein Fahrzeug, damit ich den Space War verfolgen kann. Den Space War. Reicht dir ein Jetpack? Ja. Dir reicht ein Jetpack. Hier muss es doch Käse geben. Gib mir etwas, womit ich nach Käse graben kann. Ohne Schafe. Gut. So. Mach mir auch mal kurz ein. Hallöchen, willst du was von mir? Nö. Gut, du willst sicherlich was von mir. Ich kann die Erde nicht sehen, weil dieser Asteroid im Weg ist. Jetzt nicht mehr. So. Hilf mir dabei, den Weltraummüll in diesen Mülleimer zu sammeln. So. Alles klar, dann machen wir den hier. Marsianische Eindringlinge vom Weltall. Wehre die Eindringlinge ab. So. Wow. WTF. Marsianer greifen die Mondsiedlung an. Erschaffe etwas, das die angreifenden außerirdischen Katzen vertreibt. Ein Hund. Gut. Die Katzen sind weg, aber nun haben die Marsianer Weltraumzombies runterfallen lassen. Die sehen aus, als ob ihr hungrig hätte. Schreib etwas auf, sie zu füttern. Vielleicht verschwinden sie dann. Reicht euch ein Schwein? Einen anderen Menschen? Die Marsianer haben den ganzen Hof zerstört. Schreibe einen Ort, wo man leben kann, der den Angriff der Marsianer standhält. Gute Frage, was hält denn den Marsianern stand? Irgendwo bleiben, wo es sicher ist. Ja, ja, relax doch. Ich muss nur warten, bis ein Tipp frei ist. Wir brauchen einen Ort, der einem Blitzschlag widersteht.
Noch 23 Sekunden. Dürfen die 23 Sekunden also auch warten. Sechs Sekunden. Wir brauchen Schutz vor Bomben. Ein Bunker. Aha. Die Marsianer haben Sprosse eines menschenfressenden Pflanze verwandelt. Tu alles, um den Schutzraum vor dieser Bestie zu schützen. Verbrennen. Hä? Yeah. Ah, perfekt, cool. Und wir haben einen weiteren Starite. Marsianische Eindringlinge vom Weltraum, Weltall, fertig. So, und mit diesen Worten mache ich eine kleine Aufnahmepause. Sag danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, dass der nächste Part dann auch der letzte wird. Also, weil ich glaube, wir brauchen nur noch die 60, dann sind wir fertig. Macht's gut, ohne Hall. Bis denn dann. Ciao.